Dank sei dem Herrn. Gut, Geschwister, in Wahrheit ist es eine Gemeinschaft, keine offizielle Botschaft in dem Sinne, sondern eine Gemeinschaft über die Worte, die wir gehört haben, um uns zu helfen, ein bisschen mehr hineinzugehen. Die Angelegenheit des Reiches der Himmel beginnt dort in Matthäus 3, Vers 2, wo es heißt, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahegekommen. Amen. Ich möchte gerne auf den Weg hineingehen, den Jean uns heute geöffnet hat. In Johannes 11 und 12, das waren dieselben Personen, die dort anwesend waren. Ich finde das sehr interessant, was du gesagt hast, Jean. In Johannes 11, da waren Martha, Maria und Lazarus und die Jünger. Klar, es hat auch die Juden dort. Auch in Johannes 12 waren Martha, Maria, Lazarus und die Jünger, die gleichen Personen. In Johannes 11 waren sie auf einer Ebene und Johannes 12 auf einer anderen Ebene, auf der himmlischen Ebene. Das Reich der Himmel ist nicht, wenn jener Bruder da wäre, wenn jene Schwester da wäre, wäre alles wunderbar. Nein, du selbst bist es. Du selbst musst die Ebene ändern. Wenn der Bruder da wäre, wäre vielleicht auf jener Ebene, aber du bleibst vielleicht auf dieser Ebene unten. Der Herr möchte jeden von euch gebrauchen, jeden von uns, damit wir in diese andere Ebene hineingehen. Es wird die Menschen auf diese andere Ebene hinaufbringen. Das ist das Reich der Himmel. Das Reich der Himmel ist, dass jeder von uns den Bereich, die Dimension, die Ebene wechselt. Amen. Ach, Herr Jesus. In Matthäus 5, 6 und 7 ist sehr kostbar dieses Wort, die Worte des Herrn hier. In Matthäus 5, Vers 1, da heißt es, als er aber die Volksmengen sah, stieg er auf den Berg. Ich möchte nur dies hervorheben, als Jesus die Volksmengen sah, stieg er auf den Berg. Der Herr stieg auf den Berg. Diese Worte wurden auf einem hohen Berg gesprochen. In Matthäus 5, 6 und 7, dies wird die Verfassung des Reichs der Himmel genannt. Es ist ein sehr hohes Wort. Es gibt keinen Weg, dass du dies erfüllen kannst, wenn du auf dieser Ebene hier unten bleibst. Es nützt nichts. Die Worte, die der Herr gesprochen hat, waren in der Tat von einer anderen Ebene. Zum Beispiel in Vers 17. Meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Und ein anderer Vers, 21. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber töten wird, wird dem Gericht verfallen sein. Das Gesetz hatte, auf dieser Ebene war das Gesetz, du sollst nicht töten. Auf der irdischen Ebene war es schwer für den Menschen, die zu erfüllen. So viele Menschen, die töten. Gott sei Dank, die meisten gehen ins Gefängnis. Aber nicht töten, der Mensch kann dies nicht erfüllen auf dieser Ebene hier. Klar, einige können es, Gott sei Dank, ich habe bis jetzt noch niemand getötet, nur fliegen, aber das zählt hier nicht. Diese Ebene hier, du sollst nicht töten. Ah, okay, ich bin gut, ich habe niemanden getötet. In Vers 22 sagt er jedoch, ich aber sage euch, dass jeder, der seinem Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Das heißt, der Herr hat das Gesetz erhöht, weil du meinst, du kannst es erfüllen. Hier, du stehst ja gut da. Dann werde ich dir zeigen, was dort auf der anderen Ebene ist. Ich werde dir das wahre Reich der Himmel zeigen. Wenn du zürnst, bist du schon dem Gericht verfallen. Das heißt, Geschwister, es ist sehr viel höher, als wir denken. Sehr viel höher, als wir es auch schaffen könnten. Der natürliche Mensch kann nicht das Gesetz des Reichs der Himmel erfüllen. Selbst wenn du meinst, du könntest es erfüllen, die Gebote Moses hier auf dieser Ebene, Gesetz des Reichs der Himmel, du schaffst es nicht. Es ist unmöglich. Wie kannst du schaffen, nicht zu zürnen? Wie kannst du schaffen, nicht zu begehren? Gott sei Dank, wir werden in diese Details, in diesem Halbjahr hineingehen und dass dieses Wort doch auch stark zu uns sprechen kann, unser Leben verändern kann. Auch Herr Jesus.
Vers 13. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Viele wunderbare Abschnitte gibt es hier. Kapitel 7. Oh, ich denke, ich habe mich geirrt hier. Ah, Kapitel 6, Vers 19. Wolfgang kommt gerade. Sophie, kannst du bitte für ihn übersetzen? Guten Morgen. Guten Morgen. Amen. Also, Matthäus 6, Vers 19. Ich spreche etwas langsamer, dass sie übersetzen kann. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben und noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Amen. Der Herr spricht ja sehr klar, sammelt euch keine Schätze auf der Erde. Wenn du ein bisschen darüber nachdenkst, macht das in der Tat keinen Sinn, Schätze auf der Erde zu sammeln. Eines Tages gehst du weg. Es gibt ein Sprichwort auf Deutsch, das heißt, der letzte Anzug hat keine Tasche. Den Anzug, den du in deiner Sack gebrauchst, hat keine Tasche, es nützt nichts, Taschen zu haben, nimmst wirklich nichts mit. Die Menschen haben noch versucht, die Pharaos haben ihre Schätze in die Pyramide gelegt. Hier in Hochdorf gibt es ein Keltenmuseum. Der Prinz starb und er hat seine ganzen Schätze in das Grab hineingelegt. Sie versuchen es, in das Grab hineinzulegen, die Dinge. Aber wozu, Geschwister? Nur, dass der Dieb kommt, um zu klauen, die Räuber kommen. Die Person kann sich nicht mehr verteidigen, kann seine Schätze nicht mehr bewahren, beschützen. Trotzdem möchte der Mensch ansammeln. Sogar unter uns, lass uns ehrlich sein, wer möchte es nicht? Ich möchte mehr verdienen, ich möchte mehr ansammeln, ich möchte dies oder jenes. Oh, Herr Jesus, deshalb ist es sehr wichtig, die Worte des Herrn zu lesen. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde. Oh, Herr, was für ein klares, direktes Wort. Herr Jesus, aber sammelt euch Schätze im Himmel. Amen. Geschwister, der Himmel ist der Ort, wo unser Schatz sein soll. Da ist unser himmlisches Konto, da ist unsere Bank. Dort sollen wir den Schatz haben. Wenn wir unsere Schätze vermehren wollen, lasst sie uns vermehren im Reich der Himmel. Nicht erst in der Zukunft, wenn wir sterben, schon heute, Geschwister. Wie reich ist das geistliche Leben? Du gibst dich so deinem Leben auf dieser Erde hin. Wie sind deine geistlichen Zinsen? Wie ist dein geistliches Konto? Oh, Herr Jesus, wir alle müssen darüber nachdenken. Wo weder Motte noch Fraß zerstören, wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Diese himmlische Bank, in dieser himmlischen Sphäre, dort gibt es keinen Dieb. Amen, Herr Jesus. Vers 24. Niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Klar, wenn du ein Knecht, ein Sklave bist, es gab keinen Sklave von zwei Personen, von einer Person nur, von einer einzigen Person. Auch heute, wenn du angestellt bist, kannst du nicht von einer Firma X und von einem Konkurrenz Y angestellt sein. Kein Arbeitgeber wird dies zulassen. Wenn du angestellt bist, du unterschreibst deinen Arbeitsvertrag und dort steht, du darfst nicht für eine andere Firma arbeiten. In meinem Vertrag steht dies. Wenn ich irgendetwas anderes machen möchte, muss ich um Erlaubnis meinen Arbeitgeber bitten. Er wird überprüfen, ist da irgendwas gegen mein Geschäft
Wenn nichts dagegen ist, dann vielleicht kann er mich sogar etwa eine extra Arbeit machen lassen. Aber normalerweise, du hast einen Vertrag, du musst für diesen Arbeitgeber arbeiten. Ja, der Herr gesagt, du kannst nicht zwei Herren dienen. Entweder du wirst den einen hassen, den anderen lieben und den einen verachten. Moment. Entweder den einen hassen, den anderen lieben und dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Es ist wie wenn du einen Fuß auf jedes Schiff stellst, Gott und die Reichtümer. Manchmal lässt er so etwas zu noch, aber es vergeht die Zeit und ein Schiff geht auf eine Seite und das andere auf die andere Seite. Aber welches Schiff wirst du dann aufspringen? Oh, Herr Jesus. Den Reichtümern dienen, was bedeutet dies? Klar, wenn du sehr reich bist, wirst du den Reichtümern dienen. Aber du kannst auch sehr arm sein und den Reichtümern dienen. Wer reich ist, möchte den Reichtum bewahren. Und wer arm ist, möchte reich werden. Die beiden dienen also den Reichtümern. Möge der Herr unser Herz bewahren. Der Herr hat kein Problem damit, uns Reichtümer zu geben. Gold, Silber, was ist dies? Der Herr hat dies alles gemacht. Er hat kein Problem damit, aber dein Herz. Was möchtest du? Wem rennst du hinterher? Klar. Wir haben die Möglichkeit, unsere Familie zu versorgen. Das ist legitim. Aber unser Herz muss für den Dienst für den Herrn sein. Alles, was wir tun, unsere Arbeit ist, dass wir dem Herrn dienen. Unser Studium, die Vorbereitung für die Arbeit ist, um dem Herrn zu dienen. Geschwister, alles, was wir tun, ist, damit wir dem Herrn dienen. Und dann möchtest du dem Reichtum dienen. Die Reichtümer, der Reichtum ist ein Gott. Der Jesus nennt ihn Mammon. Es ist ein Gott, ein Götze. Möchtest du einem Götzen dienen? Geschwister, passen wir auf. Passen wir darauf auf. Herr Jesus, und Vers 25. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht ihr, diese Dinge sind miteinander verbunden. Wenn ihr den Reichtum dient, dann wirst du Sorgen haben. Die Sorgen für dieses Leben, was du zu essen und zu trinken bekommst, für die Kleidung. Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder säen noch ernten, noch in Scheunen sammeln. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch, seid ihr nicht viel mehr wertvoller als sie. Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht vielmehr euch tun, ihr Kleingläubigen. So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen. Denn nach diesem allen trachten die Nationen, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Das heißt, all diese Dinge, Geschwister, sorgen für diese Dinge dieses Lebens, es entspringt einer Quelle. Wir sind alle hier. Und wir alle hier studieren, arbeiten, wir strengen uns an. Sicher? Stimmt's? Aber was ist Sorge? Sorge ist, dass du selbst verantwortlich bist für das Ergebnis. Du meinst, dass du selbst verantwortlich bist für das Geld. Du selbst bist verantwortlich dafür, dass deine Kinder keinen Hunger haben, dass deine Frau Kleidung bekommt. Und das füllt dich mit Sorge. Oh, ich muss dies tun, ich muss jenes tun, ich muss hier siegen und so weiter. Aber Geschwister, wenn ihr den Reichtümern dient, werdet ihr voller Sorgen. Warum? Weil du denkst, dass du die Dinge machen musst. Aber wenn du Gott dienst, dann weißt du, dass alles vom Segen Gottes kommt. Du arbeitest. Ich sage nicht, dass er nicht arbeiten soll. Ich selbst arbeite viel. Ich strenge mich an. Ich bin fleißig. Auch ihr sollt dies tun. Aber lass dein Herz nicht mit Sorgen gefüllt werden. Ein sorgenvolles Herz
bedeutet, du vertraust nicht auf Gott. Oh, das ist stark. Ja, Geschwister, wenn Gott für dich ist, wer ist gegen dich? Wenn Gott auf dich aufpasst, warum bist du dann besorgt? Warum bist du voller Sorgen? Tu deinen Teil, arbeite, studiere, aber das Ergebnis kommt vom Herrn. Vertraue auf den Herrn, bete zum Herrn, gib alles dem Herrn hin. Amen. In der Gebetsversammlung hat der Herr uns einige wunderbare Verse gegeben. Ich denke, es lohnt sich, dies noch einmal anzuschauen. In Philippa. Philippa 4. Philippa 4. Ab Vers 4. Philipper 4, Vers 4 bis 7. Freut euch alle Zeit im Herrn. Wiederum sage ich, will ich, freut euch. Eine Person voller Sorgen, klar, sie kann sich nicht freuen. Deshalb sagt Paulus, freut euch. Die Freude ist ein Sensor, ein Maß, ob du voller Sorge bist oder nicht. Wenn du dich sorgst, kannst du dich nicht freuen. Wenn du dich freust, kannst du dich nicht sorgen. Einfach, oder? Lass uns daran erinnern, ich bin froh im Herrn, du hast keine Sorgen. Aber etwas Komisches hier, Geschwister, dann fehlt etwas. Deshalb sagt er, freut euch alle Zeit im Herrn. Eure Milde soll allen Menschen bekannt werden, der Herr ist nah. Der Herr ist nah, ist auch die Rückkehr des Herrn, aber auch die Gegenwart des Herrn in unserem Leben. Denk dran, wenn du auf dieser Ebene hier bist, der Herr kam auf diese Ebene. Er kam auf die Erde. Er ist nahe dir. Er möchte dir nahe sein. Amen. Vers 6. Seid um nichts besorgt. Seid um nichts besorgt. Seid um nichts besorgt. Der Vers ist sehr absolut. Seid um nichts besorgt. Aber Moment mal. Aber diese Situation, der Herr gibt mir einen kleinen Bonus. Das ist schwierig. Da muss ich Sorgen haben. Nein, hier heißt es, seid um nichts besorgt. Das entwaffnet uns. Das nimmt all unsere Vernünftelei, dass wir sagen, wir müssen um etwas sorgen. Sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Wenn Gott nicht möchte, dass ich mich sorge, warum lässt er so viele wirre Situationen in meinem Leben zu? So viele schwierige Situationen. Er könnte mir Schatten und frisches Wasser geben, dann wäre ich ohne Sorge. Stellt euch vor, wenn ich hier zwei Palmenbäume hätte, eine Hängematte, Kokoswasser, ein Strand vor mir, da hätte ich keine Sorgen. Manchmal denken wir so, alles wunderbar. Aber hier, ich bin inmitten des Tumultes, der Unruhe, ich muss arbeiten, ich habe Kinder, ich habe die Geschwister, die Situation, jenes. Meine aktuelle Situation, ich arbeite, ich habe eine gute Arbeit und der Herr hat mir ein Empfinden gegeben, meine eigene Firma zu öffnen. Und ich dachte, mein Gott des Himmels, was tue ich da? Ich bin ruhig, ich habe mich schön angesiedelt. Ich habe gute Verdienst. Ich sage, Herr, lass mich in Ruhe damit. Und der Herr hat mir das Empfinden gegeben, die Idee gegeben. Manchmal passiert, dass ich dann Sorgen habe. Oh Herr, was jetzt? Für mich ist alles neu. John, du bist in Deutschland, alles neu für dich. So viele neue Dinge, das lässt uns mit voller Sorgen, so viel Herausforderungen, Neuheiten. Manchmal wische ich mich da. Oh, Herr Jesus, nein, nein, wenn dies vom Herrn ist, dann brauche ich keine Sorgen haben, sondern ich werde meine Bitten dem Herrn hinlegen. Ich würde sagen, Herr, kümmere dich um die Situation, kümmere dich um das Visum, kümmere dich um die Deutschprüfung. Lasst uns unser Anliegen dem Herrn kund werden lassen, um den Versucher zu entwaffnen. Wenn wir Sorgen haben, hat der Feind einen Kanal in uns und kann es festhalten, unsere Freude wegnehmen. Aber lasst uns dies alles vor den Herrn legen, um unser Herz zu erleichtern. Wer möchte erleichtert sein? Amen. Lasst uns zum Herrn beten.
Lasst uns unsere Bitten vor den Herrn legen, mit Danksagung. Oh, Danksagung ist wunderbar, Geschwister. Du bist in dieser Schwierigkeit, in dieser Herausforderung. Beginn dem Herrn zu danken. Herr, vielen Dank. Vielen Dank für die Situation, sie wurde schon gelöst. Ich weiß noch nicht die Lösung, aber in deinen Augen ist es schon gelöst. Mit Danksagung entwaffnest du den Versucher. Der Feind kommt, bedroht dich wie ein Bär. Oh. Wenn du Danksagung gibst, dann wird er wie so ein kleiner Teddybär, wie ein Gummibärchen. Danksagung, Geschwister, entwaffnet den Versucher, beendet, macht allen Waffen des Feindes ein Ende, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen, eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Diesen Frieden kann man nicht verstehen, du bist inmitten dieser Situation, der Jesus war inmitten dieses Sturmes. Und Jesus schlief dort. Wer kann so etwas verstehen? Es übersteigt den Verstand. Das Christenleben ist nicht, dass du es verstehen kannst, sondern dass du lebst und dich freust. Amen. Das ist meine Erfahrung. Man braucht nicht viele Sachen zu verstehen. Lebe, genieß den Herrn, empfange die Dinge des Herrn, die Siege des Herrn. Wir sind noch nicht in Matthäus fertig, wo der Herr sagt, dass wir uns nicht sorgen sollen. Dann endet er mit einem wunderbaren Vers in Matthäus 6, Vers 32. Vers 33. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, auch nicht auf übermorgen, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Oh Herr. Klar, es ist nicht, dass du nicht planen sollst, dass du nicht die nötigen Schritte gehen sollst. In Deutschland musst du etwas planen, du musst ein bisschen an die Zukunft denken. Aber mach dir keine Sorgen. Plane, übergib es dem Herrn, tu die Dinge ohne Sorge. Amen. Das ist die Hausaufgabe für euch, für uns alle, Herr Jesus. Geschwister, deshalb habe ich gesagt, es ist eine Gemeinschaft. Ich möchte keine Botschaft geben, euch zu beeindrucken. Ich möchte, dass wir alle in diese Sphäre hineinkommen. Die Sphäre des Reichs des Himmels ist ein Bereich ohne Sorge, dass du dir nicht Sorgen machst um die Sachen, sondern dich freust dem Herrn. Wir sehen Knechte des Herrn vor uns. Sehr, sehr viele Herausforderungen. Aber die Brüder, Geschwister sind fröhlich. Was ist dies? Sie haben es gelernt, auf dieser anderen Sphäre zu leben. Sie haben gelernt, ohne Sorge zu leben. Amen. 1. Petrus 5, 6-9. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit ihr euch erhöht zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft. Denn er ist besorgt für euch. Seid nüchtern, wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft durch den Glauben. Da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Der Hintergrund von diesem Vers ist, dass dieser Löwe, er nimmt die Menschen mit Sorgen, er schnappt die Menschen mit Sorgen, er attackiert die, die Sorgen haben. Lasst uns also alle unsere Sorgen auf den Herrn werfen, er sorgt für uns. Amen. Warum wird diese Situation so viel zitiert? Eine Botschaft von Buddha Pedodong, er hat Matthäus 8 gesprochen, dort geht es so los. Dort heißt, er stieg von dem Berg hinab. Matthäus 5, 6 und 7, er war auf dem Berg. Und Matthäus 8 stieg er vom Berg hinab. Und was geschah dort? Das Erste, er traf auf einen Aussätzigen. Das Zweite, er traf auf diesen kranken Knecht.
Und dann das Dritte, die Schwiegermutter von Petrus war krank. Wenn du vom Berg hinab gehst, kommen viele Situationen auf dich zu. Oh, es war so schön auf dem Berg, so ein Genuss, eine gute Konferenz, du hast dort genossen. Und du gehst vom Berg hinab, dann kommen die Situationen, bah, du bittest gar nicht darum, sie kommen einfach. Sie springen auf deinen Rücken. Und dann, Geschwister, wenn wir vom Berg hinabgehen, dann ist die Gefahr der Sorge. In der Versammlung alles ruhig, keiner macht sich Sorgen, alle genießen den Herrn, das Wort. Aber im Alltag, dann ist die Gefahr der Sorge. Dann im Alltag kommen die Situationen. Lass uns mal dies annehmen. Du warst auf dem hohen Berg auf der anderen Ebene hier. Dann bist du vom Berg hinabgegangen. Aber wie wirst du dein Leben hier auf der Erde? Wie wirst du leben? Was wirst du tun? Mit deinem Studium, mit deiner Arbeit, mit den Dingen, die du lösen musst, mit dem Visum, mit dem Deutschkurs, mit dem Führerschein. All diese Dinge. Wie wirst du damit umgehen? Wirst du damit umgehen, wie die Heiden es tun, wie die Menschen auf der Welt es tun? Eine Situation kommt, du reagierst wie eine Person aus der Welt. Geschwister, dann habt ihr nichts gelernt hier auf dem Berg. Ihr habt nichts gelernt auf dieser anderen Ebene. Du musst hier, bei den Dingen dieser Erde, musst du leben, das Leben des Reichs der Himmel leben. Du musst reagieren wie ein Knecht Gottes angesichts der Situationen. Der Herr ist dort hingekommen, da war ein Leprakranker, ein anderer. Das war bei dem Berg der Verklärung, wo er vom anderen Berg hinabging, da kam Matthäus 17, war eine Person, eine besessene Person, und die Jünger konnten den Dämon nicht austreiben und sie riefen Jesus, hilf. Warum? Die Jünger, die waren auf dieser Ebene, aber sie konnten nicht gemäß dem Reich der Himmel leben. Der Herr musste zu ihnen sagen, ihr seid eine ungläubige und verkehrtes Geschlecht, ihr habt wenig kleinen Glauben. Hier in der Dimension, wir müssen das Reich der Himmel zur Erde bringen. Nicht nur ab und zu das Reich der Himmel, weil ich so die Konferenz mag. Geschwister, gehen wir zur Konferenz. Ich möchte euch sogar ermutigen. Im nächsten Monat gibt es Konferenz in Portugal. Lasst uns anstrengen, dorthin zu gehen. Es gibt noch Plätze frei, man kann noch sich anmelden. Lasst uns zur Konferenz gehen, denn es ist sehr wichtig, dass du diesen Kontakt mit dem hohen Berg hast, mit dem Ding des Reichs der Himmel, dass du dieses Waschung durch das Wort hast. Aber wenn du vom Berg hinabgehst, musst du das Reich in dein Leben hineinbringen. Lass es nicht dort in der Konferenz, bring es in dein Leben hinein, bring es in dein tägliches Leben hinein. Ah, Geschwister, aber es ist so schwierig. Ja. Jeder hat sein Päckchen zu tragen, wie man auf Deutsch sagt. Aber wir sind nicht hier, um Ratschläge zu geben. Oft können wir nicht einmal die Situation eines Bruders, einer Schwester verstehen. Warum ist die Situation so schwierig für diese Person? Vielleicht wäre es für uns, ist für mich gar nicht so schlimm. Aber die Situation, wo du hindurch gehst, wie schwer für dich ist, für den anderen vielleicht nicht so schwer. Wir müssen aufpassen, dass wir die Geschwister nicht richten. Na, warum reklamiert die Schwester die ganze Zeit? Geschwister, jeder hat seine Schwierigkeit. Wir müssen in Wahrheit füreinander beten, dass jeder von uns in der Wirklichkeit des Reichs der Himmel lebt. Dass wir auf dieser Erde leben, aber mit dem Herz im Reich der Himmel. Wir genießen sehr viel diese Angelegenheit, dass der Herr Jesus dieser Leiter ist, dort in Johannes 1, Vers 52. Herr Jesus. Vers 51. Nathanael war so beeindruckt vom Herrn Jesus.
dass der Herr Jesus etwas über sein Leben prophezeit hat, und dort sagt Jesus in Johannes 1, Vers 51, und er spricht zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Der Jesus offenbarte sich als jene Leiter, die Leiter, der Himmel offen und die Engel steigen auf und nieder auf den Sohn des Menschen. Das verweist, diese Leiter verweist auf 1. Mose 28, die Situation von Jakob. 1. Mose 28, ab Vers 10. Vers 11. Und er gelangte an eine Stätte und übernachtete dort, denn die Sonne war schon untergegangen. Und er nahm einen von den Steinen der Stätte und legte ihn an sein Kopfende und legte sich nieder in der Stätte. Vers 12, und er träumte, und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt, und ihre Spitze berührte den Himmel, und siehe, Engel Gottes stieg darauf auf und nieder. Dieselbe Situation wie in Johannes, Kapitel 1. Und siehe, der Herr stand über ihr und sprach: Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abrahams und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, dir will ich es geben und deine Nachkommenschaft. Und deine Nachkommenschaft soll wie der Staub der Erde werden, und du wirst dich ausbreiten nach Westen, nach Osten und nach Norden und nach Süden. Und in dir soll, in deiner Nachkommenschaft soll gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und siehe, ich bin bei dir, und ich will dich behüten überall, wohin du gehst, und dich in dieses Land zurückbringen. Denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan habe, was ich zu dir geredet habe. Da erwachte Jakob aus seinem Schlaf und sagte: Fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte, und ich habe es nicht erkannt. Und er fürchtete sich und sagte: Wie furchtbar diese Stätte! Es ist nichts anderes als das Haus Gottes, und es ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er an sein Kopfende gelegt hatte, und stellte ihn auf als Gedenkstein und goss Öl auf seine Spitze. Und er gab dieser Stätte den Namen Bethel. Im Anfang war halt auch Luz der Name der Stadt. War komisch, er floh vor seinem Bruder Jakob, er war allein an einem Ort, eine furchterregende Situation. Stellt euch vor, in der Nacht, da muss wilde Tiere gegeben haben und anderes. Er fand einen Ort zum Schlafen, er nahm einen Stein als Kopfkissen und hatte diesen Traum von der Leiter, die den Himmel und die Erde verband, und die Engel stiegen auf und nieder, und er stellt fest: Oh, dies ist das Haus Gottes, die Pforte des Himmels. Und hat eine interessante Reaktion. Dieses Kopfkissen aus Stein, er drehte es um. Stellt vor, hier ist das Kissen, er schlief so, er stellte es auf und verwandelte es in eine Säule und goss Öl darüber. Wo er das her hatte, ich weiß es nicht. Aber Geschwister, die geistliche Bedeutung ist sehr interessant. Alles, was wir heute für uns zu unserer Ruhe haben, was ich möchte es so anwenden, Ruhe in dem Sinn, du arbeitest, dass du dein Geld hast. Und dein Geld ist dein Kopfkissen. Verstanden? Denn du kannst ruhen, du hast Ruhe, du hast die Rechnungen bezahlt. Wir strengen uns sehr an, um unser Kissen zu bekommen. Du studierst, du arbeitest, du tust dies und jenes, damit du dein Kopfkissen hast. Und was geschieht? Wenn du diese Vision hast, wow, Herr Jesus, das ist alles vergänglich. Die Erde hier geht so schnell vorüber. Die Jahre fliegen so schnell vorbei. Alles, was geschieht, geht so schnell vorbei. Herr Jesus, ich möchte für dich leben. Ich möchte für den Herrn sein. Und dann nimmst du alles, was deine Ruhe war, und du verwandelst es in eine Säule für das Haus Gottes. Alles, was du tust, ist nicht mehr für dich selbst. Alles, was du tust, ist für die Gemeinde, für das Haus Gottes. Dein ganzes Leben ist für den Herrn. Oh, Herr Jesus! Dein Studium ist für den Herrn. Deine Arbeit ist für den Herrn. Deine Kinder sind für den Herrn. Amen. Und du gehst Öl darüber, dieses
weil diese Freude dein Leben erfüllt. Geschwister, lasst uns das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Alle anderen Dinge werden hinzugefügt. Amen. Das ist die Vision von Jakob, das Haus Gottes. Und diese Leiter, die sie vereint, diese zwei Ebenen, sie vereint die Dinge der Erde mit den Dingen des Reichs der Himmel. Wenn du vom Berg hinabkommst, musst du das Reich der Himmel hier zur Erde bringen. Das Reich der Himmel in dein Leben bringen, wie Johannes Jean am Anfang der Versammlung gesagt hat. Die gleichen Personen, Martha, Maria, Lazarus und die Jünger, aber sie waren auf einer anderen Ebene. Sie waren in einer anderen Dimension. Sie lebten, genossen die Gegenwart des Herrn. Geschwister, das ist das Gemeindeleben. Amen. Das Gemeindeleben ist kein Ort, hängt nicht von Person X oder Y ab. Es hängt von dir ab, dass du ein Leben in dieser anderen Sphäre lebst und dass du diesen Bereich auf dein tägliches Leben anwendest. Deshalb gehen die Engel auf und nieder. Du musst hinaufgehen. Du brauchst die Vision vom hohen Berg. Du musst aus dir selbst hinausgehen. Du musst den Namen des Herrn anrufen. Du musst aus deiner Sorge hinausgehen, beten. Aber du musst auch wieder hinabgehen. Du musst zurückkehren in deine Situation hier und das Reich Gottes in dein Leben hineinbringen, in deine Situation hineinbringen, um auf deine Kinder aufzupassen, auf deine Arbeit sich zu kümmern, dein Studium. Amen. Lass uns nicht zwei Leben haben, zwei parallele Leben. Ein Leben vor den Geschwistern, schön, alles gut, dieser Anschein von Christ, aber hier auf dieser Erde lebst du wie alle anderen Menschen. Ich habe heute Morgen gelesen, es hat mich sehr beeindruckt, Geschwister, als der Jesus vorbeiging und diesen Feigenbaum sah, in Markus, Herr Jesus, Markus 11, Vers 12. Als sie am folgenden Tag von Bethanien weggegangen waren, hungerte ihn, und er sah von weitem einen Feigenbaum, der Blätter hatte. Ihr kennt diesen Feigenbaum, ein großer Baum voller Blätter. Du hast Hunger und erwartest Frucht. Er ging zu dem Baum und hoffte, etwas zu finden. Und er ging hin, ob er wohl etwas an ihm fände. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigen. In Deutsch heißt es nicht dort, es war Zeit der Feigen. Nicht auch, okay. Er war voller Blätter, aber es fehlten Früchte. Hey, ist eine Erklärung. Gibt der Herr eine Erklärung. Aber der Herr hat das nicht gemacht und hat gesagt, niemand esse, nie mehr in Ewigkeit soll jemand Frucht von dir essen. Und seine Jünger hörten es, Vers 20. Und als sie frühmorgens vorbeigingen, sahen sie den Feigenbaum verdorrt von den Wurzeln an. Und Petrus erinnerte sich und spricht zu dem Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Das heißt, der Baum war voller Blätter, aber es fehlte Frucht. Er war voller Schein, aber es fehlte die Wirklichkeit. Wie sieht es mit deinem Leben aus? Voller Anschein und ohne Früchte. Oh, Herr Jesus, wenn du Früchte hast, wirst du auch Blätter haben. Die Frucht hat einen gewissen Anschein, aber die Gefahr ist, dass du nur Anschein hast. Der Herr möge uns davon bewahren. Das war der Fall, dass die Gemeinde gefallen ist. Der Anschein. Du gefällst Menschen. Du sprichst hier, gibst eine Botschaft, einen Schein, eine vollkommene Familie. In Wirklichkeit bist du sehr leer. Voller Sorgen, du streitest, du diskutierst. Lasst uns aufpassen, dass wir nicht nur einen Anschein haben. Wichtig im Christleben sind die Früchte. Wir leben im Reich voller Freude, frei von Sorge. Wir verkündigen das Evangelium, sprechen zu den Menschen. Darf ich für sie beten? Oh, Herr Jesus. Esther, komm mal her. Du hast für deinen Lehrer in dieser Woche gebetet. Erzähl uns doch deine Erfahrung. Hier das Mikrofon.
Sprich doch in Portugiesisch. Ist leicht in Deutsch für dich? Nein. Ich denke, ich werde es in Portugiesisch schaffen. Schnell. Mein Mathelehrer, er wohnt auch in zwei Straßen weiter. Weil er mit der Schule, Auto zur Schule geht, hat er gesagt, ich kann euch mitnehmen, mich und jemand anderes an. Hier am Tag war es sein, ging er später zur Schule und er nahm uns im Auto mit und sagt, oh, Herr Jesus, ich habe immer an Ocean gedacht, jede Möglichkeit, sie beten. Obwohl er kein Deutsch spricht, Jean, er spricht zu den Menschen und betet für sie. Er hat mir mal gesagt, er glaubt auch und ich habe ihn gefragt, darf ich sie beten? Und auch seine Frau, ihr geht es im Moment nicht so gut wegen der Schwangerschaft. Dann sagt er, oh, ich werde auch beten. Auch er selbst betete für die Schüler, für die, die auch beten. Wir haben zusammen gebetet. Er hat auch gesagt, oh, ich werde beten. Er hat sich geöffnet. Eine schwere Situation für ihn in der Schule. Viele Lehrer und Kollegen, sie haben gemerkt, einige Probleme, die lagen schwer auf ihm. Und danach wurde er erleichtert. Amen. In der vergangenen Woche, ich habe davon erzählt, der Verkäufer von den Solarzellen hat die Zellen verkauft und danach hatte ich ihn ja gefragt, darf ich für sie beten? Er erschreckt sich und er sagt, ja, sie können. Ich habe für ihn gebetet und diese Woche hat er mich erneut angerufen. Er wollte den Vertrag schließen und wollte fragen, ob ich noch Fragen habe. Alles Dinge von dieser Erde, Solarzellen, Fragen. Und habe ich gefragt, kann ich da was für Sie? Nein, alles okay. Da frage ich ihn, aber wie geht es Ihnen jetzt? Aber der sagte, mir geht es sehr gut, ich bin sehr gut zufrieden. Ich denke, das war Ihr Gebet. Klar, das war es wirklich. In Wahrheit nicht ich, sondern Jesus. Und er sagte, ich denke, ich muss Jesus mehr suchen. Ich bin aufgewachsen in der Gemeinde, ich wurde getauft, aber ich denke, ich muss mehr suchen. Und ich habe es betont, ja, ruf den Namen des Herrn. Und Geschwister, lasst uns die Situation ausnutzen. Wer möchte noch ein Zeugnis geben? Jetzt mag ich es. Jean, komm, gib dein Zeugnis. Herr Jesus. Ich weiß nicht, ob du eine Situation hattest, aber ich denke schon. Diese Woche, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, dass ich vor einigen Tagen mitgeteilt habe, am Bahnhof habe ich das Evangelium einem jungen Mann verkündet, Alessandro. Er war sehr berührt und wir haben die Kontakte getauscht. Ich schicke ihm immer wieder eine Botschaft. Diese Tage sind Matthias nicht in der Straße gelaufen und wir haben ihn getroffen, er hielt an, ich habe ihn gerufen. Er war sehr beeindruckt mit allem. Und jeden Tag schicke ich ihn Abschnitte aus italienischer Speise. Geschwister, er hat eine so große Freude, er ist sehr glücklich. Was ich tue, ist bloß ihn zu versetzen in eine andere Ebene. Das ist wunderbar. Lasst uns die Gelegenheit nutzen, um das Evangelium zu verkündigen. Ob es an der Zeit ist oder nicht, Geschwister, unser Teil ist, wie Pedro oft sagt, lass es einfach aus dir herauskommen. Darf ich für sie beten? Dank sei dem Herrn. Die Menschen brauchen es immer. Was der Bruder hier gesagt hat, der Hintergrund, wo die auf der Welt lebt, bei uns ist nicht anders. Aber der Großteil steht, wir brauchen nicht zu reagieren wie die Heiden. Wie reagieren die Heiden? Ich bin beeindruckt mit Jakob. Er hat einen Stein genommen. Würdest du einen Stein als Kopfkissen nehmen? Innenbein? Wollen wir Daunenkissen? Oder diesen Schaum, der die Nase herstellt? Nein, er nahm einen Stein. Und schlief und träumte sogar. Er schlief so tief und gut. Derselbe Stein.
stellt er in die Vertikale, wurde eine Säule. In der Tat, dies ist es. Wenn wir zufrieden sind, ist ein Stein ein Kopfkissen. Aber wenn wir nicht zufrieden sind, ist ein Gänsedaunen ein Stein für uns. Ein Text, der mir sehr geholfen hat, ich möchte ihn gerne lesen, in Maleachi. Dort ist ein Abschnitt. Dort heißt es zu den Priestern, es waren nicht Personen, die sich von uns unterscheiden, es waren Personen, die dienen Gott. Und der Herr sagt zu ihnen dort in Maleachi, Maleachi ist vor Matthäus, das letzte Buch im Alten Testament, in Vers 6. Ein Sohn ehrt den Vater und ein Knecht seinen Herrn. Wenn ich nun Vater bin, wo ist meine Ehre? Und wenn ich Herr bin, wo ist meine Furcht? Spricht der Herr der Herrscharen zu euch, ihr Priester, die ihr meinen Namen verachtet. Doch ihr sagt, worin haben wir deinen Namen verachtet? Ihr, die ihr unreine Speise auf meinem Altar darbringt, doch ihr sagt, womit haben wir dich unrein gemacht? Indem ihr sagt, der Tisch des Herrn, den kann man verachten. Auch wenn ihr Blindes darbringt, um es als Opfer zu schlachten, ist es für euch nichts Böses. Und wenn ihr Lahmes und Krankes darbringt, ist es für euch nichts Böses. Bringt das mal deinem Präsidenten. Geschwister, Vers 13. Siehe, welche Mühsal, und ihr missachtet ihn und bringt Geraubtes herbei und lahmkranke Geschwister. Sie waren Personen, die dienten Gott, aber ihr Leben wurde eine Routine. Das ist eine große Gefahr für uns. Wir müssen immer auf den Herrn schauen, dass das, was du tust, dass all das da brachten, dass sie nahmen nicht wahr, dass es schlecht war. Sie nahmen das geraubte, lahme und kranke, was niemand mehr wollte, die Reste. Der sagt, okay, gib es mal dein Präsidenten, deinem Chef da, was will er dann sagen? Unser Leben, Geschwister, müssen sehr aufpassen, dass wir, wie Matthäus 5, Vers 33, in erster Stelle das Reich und seine Gerechtigkeit suchen. Das wird unser Leben stabil machen, unabhängig davon, von den Situationen. Wir werden in diesem Bereich sind, aber mit der Ansicht vom Reich der Himmel, wir werden im Reich der Himmel leben. Jesus ist der Herr. Amen.